Heute ein sehr spannendes XRP-Update, einen Tag früher als geplant, da morgen habe ich keine Zeit. Wir gehen heute darauf ein, was extrem wichtig ist für Ripple und XRP. Ripple spendet über 50 Millionen US-Dollar an Pro-Krypto-Politiker. Extrem spannend, was das zu bedeuten hat für die Zukunft. Ich denke, die Lage spitzt sich hier zu. Wir gehen kurz darauf ein, ob und wann eine sehr, sehr große, eine extrem krasse Altcoin-Season bevorsteht, warum ich davon auch überzeugt bin. Lasst mir sehr gerne einen Kommentar, ein Like. Das ist wirklich extrem wichtig für den Algorithmus, dass dieses Video so vielen Leuten wie möglich angezeigt wird da. Also lasst mir gerne ein Like da. Natürlich kostenlos ein Abo, um hier nichts mehr zu verpassen. Wie gewohnt nach dem Intro. Peace. Crypto Night, Dole, Mann, ich wach über den Markt und geb Alarm, doch bekomm nicht gleich einen Herzinfarkt. Analysier den Bitcoin sowie Ethereum. Ich halte es für eine Chance, andere halten uns für dumm. Ja, liebe Freunde, da ist doch schon wieder Donnerstag, der kleine Freitag quasi. Wir haben es fast geschafft. Die Woche ist fast rum. Und wir gehen natürlich auf den Kryptomarkt ein. Ja, die Kurse heute sollen uns nicht weiter interessieren. Wir befinden uns ja seit Tagen in der Recovery-Phase. Wir hatten mal kurz die 70.000 US-Dollar beim Bitcoin angeknackt. Und der Bitcoin wird heute auch extrem wichtig in meiner fundierten Analyse. Wir sehen uns kurz die Dominanz vom Bitcoin an. Die liegt bei über 50%. Das wird wichtig zur Bewertung des Themas Altcoin-Season. Kommt jetzt die Altcoin-Season, Kryptowale investieren über 36 Millionen US-Dollar in Altcoins natürlich. Der Kryptoanalyst Cyclop, von dem ich übrigens noch nie etwas gehört habe, sagt voraus, dass die Zyklen sich immer wiederholen und jetzt On-Chain-Daten darauf hinweisen, dass vermeintliche Wale, Großinvestoren, wer auch immer, sich ordentlich an den Altcoins bedienen, was wir hier vorneweg gar nicht mitbekommen, auch an den Kursen nicht. Und Bitcoins Dominanz noch extrem stark ist, doch sollte diese sinken, wird die Umschichtung, auch der Crypto Money Cycle Flow spielt da eine wichtige Rolle, auf den wir auch gleich eingehen, sehr, sehr wichtig. Bitcoin wird das Allzeithoch definitiv in den nächsten Monaten erreichen. Ich gehe eher so Richtung Ende Sommer, Herbst aus und das könnte wirklich eine Verschiebung dann in die Altcoins bedeuten. Und da wir, wie er hier auch sagt, Krypto hat sich verändert. Heute ist Krypto nicht mehr das obszöne oder diese verrufene Industrie. Wir haben jetzt einen ganz anderen Markt mit Big Playern, mit BlackRock, ARK Invest. Und wie sie nicht alle heißen, und das könnte wirklich die größte Altcoin-Season aller Zeiten bedeuten. Und davon gehe ich auch aus. Ich hatte schon mal vor ewiger Zeit ein Video gemacht, warum ich davon überzeugt bin, dass es der größte Bullenmarkt, der größte Bullrun aller Zeiten wird. Da war noch gar nicht davon die Rede, dass BlackRock hier die Bitcoin-ETFs durchwinkt, dass die Ethereum-ETFs kommen und so weiter. Also es wird echt beispiellos. Davon bin ich noch fest überzeugt. Und wir brauchen uns einfach nur den Altcoin Season Index ansehen. Da sind wir bei 39 und ihr seht es hier, it is not Altcoin Season. Das auf den Punkt gebracht. Wir haben uns hier weit entfernt von 73 Punkten, die hier im Januar bzw. Februar erreicht wurden. Da natürlich der ganze Hype um die ETFs, die sich dann auch ausgespielt haben an dem Bitcoin-Kurs, die Altcoins mit nach oben gezogen sind. Aber wenn man das Ganze mal zurückspult auf 2021, also der Indikator geht bis 100 und dann befinden wir uns definitiv in der Altcoin-Season. Also das werden wir alle mitbekommen und das Ganze läuft in der Regel 2 bis 3 Monate plus minus ein paar Tage, ein paar Wochen. So lange kann man sich auf eine Altcoin-Season freuen, so lange wird die dann ungefähr laufen. Hier steht es auch nochmal, wenn 75% der Top 50 Coins besser performen als Bitcoin, dann spricht man von der Altcoin-Season natürlich. Hier nochmal ganz wichtig auch, sich das in Erinnerung zu rufen, wie das Geld umgeschichtet wird und das auch im Crypto-Space. Natürlich erstmal Fiat, dann wird Bitcoin gekauft, also Bitcoin gibt einfach, ohne Bitcoin läuft hier nichts außer der Reihe, 2 Euro ins Phrasenschwein. Wird in Bitcoin geschichtet und dann beginnt man sein Geld oder beginnen die Leute ihr Geld umzuschichten. Wo lauern noch größere Renditen? Wo kann man noch mehr mit dem Geld verdienen? Und da beginnt dann die Umschichtung in Large Caps, alles was nach Bitcoin kommt. Also diese Altcoins, die Top 20, Top 30, die werden auch
ordentliche Prozente hinlegen. Dann geht es in Mid-Caps und dann in Low-Caps. Also nach und nach pumpt dann der Markt, dreht völlig durch, ist völlig überhitzt und dann bumm, kommt irgendwann der Knall und es geht wieder in den Bärenmarkt. Also ganz, ganz wichtig, da dann auch ja, die Emotionen unter Kontrolle zu haben und ganz wichtig auf diesen, ich drücke auf meinen Aufnahme-Button, ganz wichtig auf den Verkaufsbutton zu drücken. Also das ist eigentlich der Skill, sich dann auch von Assets zu trennen und da nicht so fest dran festzuhalten und da gierig zu werden. Aber da nehme ich euch mit an die Hand und das machen wir gemeinsam. Besser gesagt, ich mache es. Was ihr dann macht, müsst ihr wissen. Ist natürlich auch keine Finanzanlageberatung und ihr solltet immer eure eigenen Recherchen auch anstellen. Das nochmal mit reingehauen. Gehen wir rüber zu Ripple und Ripples XRP. Ripple spendet über 50 Millionen US-Dollar an Pro-Krypto-Politiker. Kam gestern noch raus, diese Meldung ad hoc. Ripple verpflichtet sich 50 Millionen US-Dollar über das Fair Shake PAC bereitzustellen, um kryptofreundliche US-politische Kandidaten zu unterstützen. Fairshake erhält Unterstützung von wichtigen Persönlichkeiten aus der Kryptobranche, auch die Winklevoss-Zwillinge, Marc Andreessen und Coinbase spenden verstärkt. Das ist Fairshake. Die Großindustrie spielt nicht fair. Sie unterstützen da die Kleinanleger, die Industrie, Leute, die sich ja, unfair behandelt fühlen. Und da werden Krypto-Kongressabgeordnete, Krypto-Politiker dann unterstützt. Natürlich mit finanziellen Mitteln, ohne Geld läuft dann nichts. Und ja, wir sind auf ihrer Seite und so weiter und so fort. Ripple, natürlich ein cleverer Schachzug, sich damit reinzubegeben. 25 Millionen waren es im letzten Jahr, jetzt 50 Millionen. Das ist schon wirklich massiv. Gerade jetzt auch in Bezug auf, dass das Urteil kommt in den nächsten 60 bis 90 Tagen, hoffe ich doch auch. Also es muss jetzt einfach kommen. Die US-Wahlen stehen an. Das Bitcoin-Halving ist da. Dass XRP auch hier den nächsten Bullrun nicht verpasst, ist das immens wichtig. Also das wird jetzt kommen. Das wird jetzt im Juni, Juli, August irgendwann in dieser Drehe kommen. Die US-Wahlen sind, ich meine, im November, wenn ich jetzt nicht falsch bin, am 5. November oder so. Und da muss dann irgendwann, dann wird der Bullrun im vollen Gang sein. Da muss dann XRP und beziehungsweise Ripple zu einem Urteil kommen. Aber diese News auf jeden Fall sehr, sehr geil, auch fundamental wichtig. Sie verdoppeln hier ihren Einsatz. Ripple rüstet sich, um kryptofreundliche Politiker zu unterstützen. Natürlich auch nicht ohne Hintergedanken. Ja, man kämpft ja gegen die SEC irgendwo. Die Branche hat auch die Nase voll, steht ja von der Regulierungsstrategie der SEC. Irgendwo stellt sich jetzt ganz Amerika irgendwo dagegen. Natürlich auch Trump, kryptofreundlich jetzt auf einmal. Ja, natürlich mit dem Wahlkampf. Also das hat sich so ein bisschen gewandelt. Die Kryptoindustrie in den USA, nichtsdestotrotz sind dort die meisten Anhänger, die meisten ja auch Benutzer von Kryptowährungen am Start und natürlich der asiatische Raum. Also wie gesagt, das bewerte ich schon mal für sehr, sehr positiv. Ich sage sehr, 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 sehr oft und auch sehr, sehr gerne positiv. Also sehr positiv. Ripple stärkt sich da auch politisch in den USA. Ja, mit Geld kann man so einiges bewegen, ist nun mal so. XRP-ETF kommt 2025, die Zulassung. Letztens hatte ich gesagt 2024. Besser gesagt, ich hatte da eine News vorgelesen, in denen stand 2024. Ich habe aber auch gesagt, die sollen erstmal das Urteil machen. Die sollen erstmal wieder Luft holen, das ganze Thema endlich abgegrast haben. Und dann kann man sich der Thematik Anwendung, IPO oder ETF, was dann noch immer alles so hochgekocht wird, widmen. Also immer Step by Step. Und ich denke, das macht Ripple auch. Das wissen die auch selber. Also Brett Garlinghouse ist da ebenfalls extrem bullish, was die ganze Sache angeht. Na, natürlich als CEO wäre ich das auch. Hier nochmal was ganz Witziges. Hier ist der XRP-Preis, wenn seine Marktkapitalisierung 3 Billionen Dollar, was nicht unrealistisch ist, sollte hier irgendwie flip the switch, also dass wir das ganze Finanzsystem mit XRP umwerfen. Ja, das finde ich immer ein bisschen zu krass, wenn man sagt, man will hier alles besser machen. Man will hier der Finanzriese werden der Welt. Aber selbst wenn wir nur einen Teil und aus dem Derivatemarkt auch mit abbekommen, nur ein bisschen, nur ein bisschen, dann sind 3 Billionen auf jeden Fall realistisch. Und dann würde der Kurs
laut des Analystens auf 54 US-Dollar steigen. Also was da eigentlich möglich ist. Ganz witzig fand ich auch, XRP hemmt das Wachstum der Marktkapitalisierung. Den Spruch hätte ich auch bringen können. Richtig, ohne Marktkapitalisierung läuft da wenig. Analyst XRP kaufen ist vergleichbar mit frühen Investitionen in Apple, Google und Tesla. Das kommt von keinem anderen außer Erak Krypto, der irgendwie wahrscheinlich von XRP oder Ripple bezahlt wird. Von Ripple natürlich. In XRP vielleicht. Ja, der pusht die ganze Sache und ist immer sehr, sehr optimistisch und ja, Preisprognosen schon rausgehauen für die letzten Jahre, für diese Jahre, für dieses Jahr, was alles nicht hingehauen hat. Aber er sagt, hier früh einzusteigen, die ganze Sache zu halten, kann sich lohnen. Seht euch Apple-Aktien, Google-Aktien vor 13 Jahren an, was da möglich gewesen wäre. Mit 1000 Dollar Investment wäre man, ich weiß jetzt nicht, was Google oder Apple, ich glaube Apple, wäre man heute Millionär. Okay, das erstmal dazu. Aber bis dahin, selbst wenn das noch eine ganze Weile läuft, werden viele wahrscheinlich sich noch von ihren XRP-Beständen trennen. Das zur Thematik Kryptowährungen heute. Damit schließen wir das Video auch schon fast. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen für den krassen Support der letzten Tage. Wir stehen kurz vor 6.400 Abonnenten. Ich würde mich extrem freuen, wenn wir das heute bzw. morgen kurz vor dem Wochenende noch schaffen. Also fleißig abonnieren, wenn ihr mich und meinen Kanal weiterhin unterstützen möchtet. Sehr, sehr gerne auch meine Börsen nutzen, Pionex oder Bitget. Über Bitget werde ich jetzt noch mal ein Tutorial machen, weil auch da kann man die KI-Bots nutzen. Eine etwas größere Börse als Pionex, obwohl ich halt fast nur noch Pionex nutze. Aber checkt die Börsen unbedingt mal ab. Auch gerne meine Pionex-Videos, wie man die Gridbots richtig einsetzt und da sehr gutes passives Einkommen generieren kann. Läuft bei mir momentan, läuft bei mir. Okay, also Pionex, Bitget. Kauft dort sehr gerne eure Kryptowährung. Hier auch ein Trading-Event gerade bei Bitget laufen. Da könnt ihr dran teilnehmen über meinen Link. Ich habe auch noch 20 bzw. 15% Gebühren ausgehandelt, also Rabatt auf die Gebühren auf beiden Börsen. Checkt die ab, unterstützt mich, würde mich freuen. Ansonsten bleibt alle schön gesund. Das ist immer das Allerwichtigste. Achtet auf eure Gesundheit. Ich werde hier noch zum Moralapostel. Ansonsten sind wir hier mit Kryptowährung definitiv auf dem richtigen Weg. Auch zum jetzigen Zeitpunkt noch in 2024. Wird geil, das kann ich euch schon mal sagen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Kommentar, Like, Abo in dieser Reihenfolge. Peace. Drum hinterlass ein Like und auch ein Kommentar. Lass meine Glocke klingeln, so wie bei einem YouTube-Star. Crypto Night Doll, für euch bin ich nachtaktiv. Bleib up to date, denn jeden Tag geht etwas schief.